Guten Morgen für alle, die heute mit uns den Functional Wake Up Training machen möchten und für alle, die noch später das Training nachholen möchten. Mein Name ist Dime, ich bin der Trainer im Neptunbad und heute sind wir bei uns im Neptunbad in unserem großen Kursraum. Heute machen wir Folgendes. Innerhalb nächster knapp 30 Minuten haben wir dann Warm-up und dann 20 Minuten lang Zirkeltraining. Es besteht aus 10 verschiedenen Übungen. Wir würden es 40 Sekunden durchführen, jedes Übung 40 Sekunden durchführen und dann 20 Sekunden zwischen erholen. Und so arbeiten wir 20 Minuten voll durchbauen, voll ausbauen, voll arbeiten, unseres ganzen Körper belasten. Und so sieht es heute aus. Gut, ich denke schon genug gesagt, wir starten schon mit unserem Warm-up. Dafür machen wir folgende Sache. Wir stehen auf einem Bein, Bein leicht gebeugt und starten mit einem kleinen leichten Schwung. Schwung vorne und rückwärts, vorwärts, rückwärts. Immer bleiben wir auf einem Bein stehen. 10 Mal machen wir das folgendes. Und dann jetzt 10 Mal uns vorne. Versuchen auch die ganze Zeit Gleichgewicht zu halten. Jetzt machen wir es von links nach rechts. 10 Mal mit dem Standbein Gleichgewicht halten und leichter Schwung durchführen. Gut, nächste Sache. Derselbe Bein hochheben, Zehenspitze anziehen und nur mit unserem seitlichen Gesäß so eine Rotation ausführen. Zur Seite. Und wieder zur Mitte kommt. Zur Seite und wieder zur Mitte. 10 Mal. Versuchen auch hier mit dem Rumpf sich selbst stabilisieren. Mit dem Gesäß arbeiten, nicht so viel rotieren, sondern nur mit dem seitlichen Gesäß zur Seite kommen und wieder zurück. Zur Seite und wieder zurückkommen. Noch 3, 2, 1. Gut, Beine ein bisschen lockern. Seite Nummer 2. Und erst Schwungs. Vorne, nach vorne und rückwärts. 10 Mal. Noch 3, 2, 1. Und Übung Nummer 2. Uns vorne, von links nach rechts. Ja, Gleichgewicht ein bisschen halten. Standbein leicht gebeugt. Und noch 3, 2, 1. Gut. Beine leicht lockern. Bein hochheben, Zehenspitze anziehen und zur Seite. Zur Seite. Mit dem Rumpf bleiben wir stabil und zur Seite rotieren. Insgesamt 10 Mal, das heißt noch 3, 2, 1. Gut, Beine lockern, wir kommen zum Ausfallschritt vorwärts. Rechtes Bein vorne, linkes Bein durchgestreckt, linkes Arm absetzen und innen rotieren und nach außen rotieren, nach innen rotieren und nach außen rotieren. Insgesamt 5 Mal. Noch 3, 2, 1. Beide Arme absetzen. Von hier gehen wir zur Strecken. Zehenspitze anziehen und dann wieder Bein beugen. Strecken und beugen. Am Bein. Und noch 3, 2, 1. Gut. Beine ein bisschen lockern. Seite Nummer 2, linkes Bein vorne, rechtes Bein im Knie gestreckt, rechtes Bein absetzen und von hier gehen wir tief und nach außen rotieren. Tief und nach außen rotieren. Noch 3, 2, 1. Beide Arme absetzen und wieder in die Streckung gehen und dann wieder Bein beugen. Strecken, beugen. Zehenspitze noch nebenbei anziehen und noch 3, 2, 1. Gut. Rechtes Bein, rechtes Knie bleibt am Boden. Linkes Bein im Knie durchgesteckt. In Hüfte kommen wir zur mittlerer Position. Beide Arme absetzen und von hier Hüfte nach vorne und nach hinten schieben. Mit unserer Innenseite ein bisschen zu aktivieren, zu anarbeiten. Und auch, wenn wir nach vorne kommen, ein bisschen mehr Gewicht drauf auf die Arme geben. Um unsere Armgelenke noch ein bisschen zu vorbereiten. Gut, rechtes Bein bleibt am Boden, rechtes Arm bleibt am Boden, linkes Arm beugen und von hier nach innen und nach außen rotieren. Nach außen und wieder nach innen. 5 Mal. Noch 3, 2, 1. Gut, Beinwechsel, linkes Knie bleibt am Boden, rechtes Bein gestreckt und von hier wieder Hüfte nach vorne und nach hinten schieben. Nach vorne und nach hinten schieben.
Noch 3, 2, 1. Linkes Arm bleibt gestreckt, rechtes Arm ranziehen und von hier nach innen und nach außen rotieren. Nach innen und nach außen rotieren. Drei, zwei, eins. Gut, Arme ein bisschen lockern, um unser Rücken und Oberkörper ein bisschen mehr vorbereiten, kommen wir zur folgenden Position. Wir kommen zum tiefer Knie, tiefer Hockerposition und von hier nach außen rotieren. Versuchen auch mit beiden Fersen am Boden zu bleiben, mit Hüften so tief wie es geht und nach außen rotieren. Noch zweimal pro Seite. Gut, Arme auch noch mal ein bisschen lockern. Ganz Körper noch ein bisschen lockern. Schluck Wasser trinken. Und mit diesem kleinen Warm-up sind wir durch. Wir kommen gleich zu unserem Hauptteil. Das besteht aus 10 verschiedenen Übungen. Wir machen 2 Runden von denen. Wir arbeiten 40 Sekunden aktiv, 20 Sekunden erholen. Und ich würde jedes Mal erklären, was gleich weiterkommt. Wir starten, letztes Mal vielleicht noch einen Schluck Wasser trinken. Wir starten in 10 Sekunden mit unserer Übung Nummer 1. Wir kommen zum Rückenlage. Hüfte aufrichten, Kopf bleibt am Boden. Arme, Beine hoch und diagonal strecken. Wir starten in 3, 2, 1. Und los. Kopf bleibt am Boden, Hüfte aufrichten, Core aktivieren und los. Und los. 40 Sekunden. Hälfte schon vorbei, noch 20 Sekunden durchziehen. Noch 5, 4, 3, 2, 1, fertig. Erste Runde von 20, schon geschafft. Wir kommen zur Übung Nummer 2, wir kommen zum Bauchlagerposition. Arme, Beine gestreckt, ganz wichtig, im Kniebeine gestreckt und diagonal Arme und Beine heben. 40 Sekunden starten schon in 3, 2, 1 und los. Versuchen hier nicht so schnell zu arbeiten, versuchen Beine in der Luft zu wechseln, jede Bewegung mit Absicht machen und gut und durchziehen und durchziehen. 40 Sekunden arbeiten wir. Diagonal strecken, Beine im Knie gestreckt, Arme sind auch lang und noch 10 Sekunden durchziehen. Ne, falsch, noch 3, 2, 1, geschafft. Arme ein bisschen lockern, wir kommen wieder zu ein bisschen Bauchmuskulaturbelastung, wir kommen zum Rückenlageposition, Beine im Knie gestreckt und von hier machen wir den Toe-Touch. Das heißt, Schulterblätter hochheben und abwechseln, Fersen berühren. Es geht weiter in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Schulterblätter hochheben und Fersen berühren, Fersen berühren. Letzte 10 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Gut, 3 von 20, schon fertig. Übung Nummer 4. Wir kommen wieder zum Bauchlagerposition. Um unseren Rücken oberen Anteil zu aktivieren, kommen wir zum Swimming. Aber jetzt machen wir dann Folgendes, den Kreisen. Versuchen auch die ganze Zeit Schulterblätter aktivieren und unsere Arme vorne und hintereinander berühren. Wir starten in 3, 2, 1 und los. Kopf bleibt als Verlängerung von Wirbelsäule. Versuchen so nach vorne nicht zu gucken. Wir gucken
nach unten. Letzte 15. Noch 3, 2, 1. Gut, wir kommen zu unseren Beinen. Dafür machen wir Folgendes. Wir machen immer im Abwechslung Ausfallschritt zur Seite. Hier versuchen wir mit unserem Knie unserer Zehenspitze zu folgen. Sowas versuchen wir zu vermeiden. Knie unter Kontrolle, guckt in diese Richtung und von hier mit diesem Bein zurück abstoßen und dann das gleich auch zur zweiten Seite machen. Wir starten in 3, 2, 1 und los. In tiefer Position mit dem gebeugten Bein abstoßen. Tiefer abstoßen. Rücken bleibt auch gestreckt. Brust guckt nach vorne. Und los. 20 Sekunden schon vorbei. Immer abwechselnd. Zweites Bein bleibt immer gestreckt. Und wir versuchen nach oben zu kommen mit dem gebeugten Bein. Und los. Noch 10 Sekunden. Drei. 2, 1, gut. Wieder zum Bauchmuskulatur. Wir kommen wieder zum Rückenlage. Ganz normale Crunches. Wir machen das Folgendes. Entweder ein bisschen schwieriger Beine hochheben oder mit Fersen am Boden. Wir starten schon in 3, 2, 1 und los. Jeder wählt für sich selbst passendes Tempo. Versuchen hier so wenig wie möglich den Schwung zu kriegen. Nur mit dem Bauchmuskulatur Kraft generieren. Unkontrolliert gehen wir hoch, unten und durchziehen, durchziehen, durchziehen. Ich möchte hier gute Qualität sehen, Leute. Wir arbeiten weiter. Wir arbeiten noch 20 Sekunden. Hälfte schon vorbei. Noch 5, 4, 3, 2, 1, gut. Wir stehen wieder auf und machen ein bisschen aktiver Bewegung. Wir kommen zum Jump Squat. Tief hochspringen, wieder tief Kniebeugen. 40 Sekunden, aber bevor haben wir noch 5 Sekunden Pause. Es geht weiter schon in 3, 2, 1 und los. Squat Jumps. Versuchen die ganze Zeit mit geraden Rücken zu bleiben. Wir gehen tief und dann hoch. Tief und dann hoch. Rücken bleibt gestreckt. Tief und hoch. Tief und hoch. 40 Sekunden durchgehen. Noch 15. Drei, zwei, eins, gut. Beine lockern, um unseren Herzog ein bisschen zu beruhigen. Wir kommen zum ganz normalen Plank. Hier möchte ich aber ganz Körperspannung sehen. Nicht nur Core, sondern auch Gesäß, Hamstrings und Faden. Alles schön anspannen und 40 Sekunden durchziehen. Beide geht's. Drei, zwei, eins und los. Ganz Körper aktivieren. Tiefe Atemzüge durchführen und durchziehen und durchziehen. Noch 15 Sekunden, weiter geht's, noch 15. Fünf, vier, drei. Gut, Arme, Beine ein bisschen lockern, weiter kommen wir zu einer Push-Up-Variation. Wir machen den Push-Up und dazu noch folgt eine Rotation nach oben. Push-Up, Rotation nach oben. Einfacher wir dann von den Knien. Kurz in Ruhe kommen und wir gehen weiter in 3, 2, 1 und los. Versuchen hier auch Hüfte nicht fallen lassen, ganz Körperspannung halten
und qualitativ nach unten gehen und dann hoch und rotieren, unten hoch rotieren, durchziehen, noch 20 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Gut. Wir kommen zum Übung Nummer 10. Shoulder Taps. Das heißt, wir kommen wieder zu einer Bankstellung, Position. 90 Grad Winkel im Knie. Ganzkörperspannung halten. Und hier machen wir den Shoulder Tap. Versuchen so wenig wie möglich Minimum sich bewegen. Eine feste Position halten. Und weiter geht's in 3, 2, 1. Und los. Ganzkörperspannung, Shoulder Taps und los. 90 Grad Winkel im Knie, Rücken gestreckt und durchziehen. Noch 15 Sekunden. Drei, zwei, eins, fertig. Runde Nummer 1 geschafft. Ohne Pause gehen wir weiter. Das heißt, noch 20 Sekunden erholen und wir starten wieder mit der Übung Nummer 1, was Dead Bug ist. Das heißt, wir kommen wieder zum Rückenlage. Kopf bleibt am Boden. Arme, Beine hoch. Diagonal strecken. Diagonal strecken. Wir haben aber noch 30 Sekunden Pause. Und geht's weiter los. Diagonal strecken, diagonal strecken. Runde Nummer 2, durchziehen, bleib mit uns. Mach bis zum Ende. Noch 15. Und geschafft. Gut. Wieder Ganzkörper ein bisschen lockern. Wir kommen wieder zum Bauchlagerposition. Diagonal Arm und Bein strecken. Arm und Bein heben. Wir starten schon in 3, 2, 1 und los. Zwanzig Sekunden schon geschafft, geht's weiter los. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Gut, wir bleiben am Boden. Jetzt kommen wir wieder zum Rücklagerposition und Toe Touches. Schulterblätter abheben. Abwechseln, Fersen berühren. Wir starten schon in 8 Sekunden weiter. Mach noch deinen Körper ein bisschen locker. Und weiter geht's in 3, 2, 1 und los. Schulterblätter abheben und abwechseln, Fersen berühren. Versuche jedes Mal weit zu kommen. Kraft von den Bauchmuskulatur generieren und durchziehen. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Gut, 20 Sekunden Pause. Und wir gehen weiter mit dem Swimming Nummer 2. Das heißt, wir kommen wieder zum Bauchlagerposition. Gesteckten Arm, mit gesteckten Arm kreisen. Aber wir haben noch 15 Sekunden Pause. Deswegen Arm ein bisschen lockern, Beine ein bisschen lockern. Und weiter geht's. In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Kopf ist die Verlängerung von Wirbelsäule und wir arbeiten nur mit unserem oberen Anteil. Schulterblätter aktivieren und breiter bewegen. Vorne berühren, Arm mit Arm und hinten auch.
und durchziehen. Noch 20. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Gut. Wir stehen wieder auf und kommen wieder zu den Beinen. Das heißt, wir kommen wieder zum seitlichen Ausfallschritt. Immer abwechseln, immer erst rechts und dann links, rechts und dann wieder links. Beine ein bisschen lockern, weiter geht schon in fünf, vier, drei, zwei, eins. Und los. Knie folgt die Zehenspitze, Rücken bleibt gerade. Und immer abwechseln. Rücken gestreckt. Und los, weiter geht's. Rücken bleibt gestreckt. Brust guckt nach vorne. Und immer abwechseln. Von links nach rechts. Noch 20. Wenn wir hochkommen, nur den Kraft von den gebeugten Beinen benutzen. Kraft nur von gebeugten Beinen generieren. Und durchziehen. Noch 3. 2, 1, gut. Beine lockern, wir kommen wieder zum Bauchmuskulatur, wir kommen zum Rückenlage und Crunches. Beine hoch oder Fersen am Boden und durchziehen. Jeder wählt für sich selbst ein passendes Tempo und weiter geht's in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Beine hoch und Crunches. Hier geht nicht um das Tempo, sondern um die Qualität. Jede Bewegung mit Absicht. Jedes Mal Kraft von Bauchmuskulatur generieren und durchziehen. Und durchziehen. Noch 15. Fünf, vier, drei, zwei, eins, geschafft. Wir kommen wieder zu einer höheren Herzfrequenz. Das heißt, wir kommen wieder zum Squat Jumps. Tiefe Kniebeuge, hochspringen. Tiefe Kniebeuge und hochspringen. Wir haben noch 5 Sekunden Pause und gleich geht's weiter los. Und starten wir. Squat Jumps. 40 Sekunden durchziehen. Versuchen auch hier mit dem geraden Rücken zu bleiben. Brust guckt nach vorne. Und los. Noch 15. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Gut. Weiter folgt Plank. Wir kommen wieder zum Unterarmschutzposition und halten diese Position für 40 Sekunden. Core aktivieren, Gesäß, Waden und Hamstrings anspannen. Ganzkörperspannung und 40 Sekunden genießen. In 3, 2, 1 und los. Noch 20. Gut geschafft. Das haben wir auch geschafft. Wir kommen zum Übung Nummer 19. Das heißt, wir kommen wieder zum Push-Up. Und Außenrotation. Ganzkörper noch ein bisschen lockern. Bleiben noch 2 Übungen. Bis zum Ende durchziehen. Noch 2x40. Und wir starten jetzt. Push-up nach außen rotieren. Push-up nach außen rotieren. Hüfte nicht fallen lassen. Ganzkörperspannung halten. Und weiter.
durchziehen. Wir sind schon fast durch. Bis zum Ende arbeiten. Bleibt mit uns. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Übung Nummer 20. Letzte 40 Sekunden machen wir den Shoulder Taps. In Bankstellung Position kommen, 90 Grad Winkel im Knie, Knie bleiben in der Luft und abwechselnd Schulter berühren. Letzte 40 Sekunden zusammen durchziehen, gemeinsam schwitzen und dann sind wir fertig. Letzte 3, 2, 1 und los. Im Rumpf bleiben wir stabil, versuchen so wenig wie es geht seitlich zu wackeln und durchziehen. Letzte 40. Noch 15. So einfach kommen wir nicht zu Ende. Wir machen noch 10 Sekunden extra. Durchziehen. Letzte 10 Sekunden noch extra durchziehen. Und los. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Gut geschafft. Gut. Ich habe dann Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Ein bisschen gemeinsam geschwitzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.